Bei der Erkennung und bei der Behandlung von Mangelernährung sind ja mehrere Berufsgruppen beteiligt. Genau, um mangelernährte Personen adäquat betreuen zu können, müssen verschiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten. Diätologen beispielsweise sind jene, die den Prozess der Ernährungstherapie planen und auch umsetzen. Diätologen haben eine dreijährige Ausbildung und sind die Experten im Bereich der Ernährungsmedizin oder im Bereich der klinischen Ernährungstherapie, da sie eben wirklich eine fundierte Ausbildung haben. Sie führen das Ernährungsassessment durch, sie machen eine diätologische Befundung, dann planen sie die evidenzbasierten Interventionen, evaluieren sie und adaptieren sie gegebenenfalls. Pflegepersonen spielen eine sehr wichtige Rolle, wenn es um die Erkennung einer Mangelernährung geht. Sie führen in der Praxis das Ernährungsscreening, das Mangelernährungsscreening durch. Außerdem können sie einen großen Beitrag zur Umsetzung der geplanten Interventionen leisten. Sie können auch ganz viel beitragen, wenn es um die Compliance der Personen, der Patienten geht in Bezug auf die Ernährungstherapie. Ärzte müssen einen Überblick über die Ernährungstherapie haben und sie sollen adäquat dokumentieren. Das heißt, wenn eine Person von Mangelernährung betroffen ist, sollte diese Diagnose auch wirklich gestellt werden. Außerdem ist es so, dass in den meisten Ländern eine Zuweisung zur Diätologie von den Ärzten durchgeführt werden muss. Sollte man eigentlich noch weitere Disziplinen inkludieren in die Ernährungstherapie? Ja, wenn es um die Ernährungstherapie von mangelernährten Personen geht, ist sicher das Kernteam die Diätologie, die Medizin und die Pflege. Je nach Setting kann man jedoch auch andere Berufsgruppen noch mit einbeziehen. Beispielsweise Pharmazeuten im klinischen Bereich, die dann Medikamenten-Nahrungsmittel-Interaktionen evaluieren. Auch andere Berufsgruppen wie zum Beispiel therapeutische Berufe, Physiotherapeuten, Logopäden und so weiter können die Ernährungstherapie unterstützen. Es ist ja nicht so einfach, wenn mehrere Berufsgruppen zusammenarbeiten. Wie kann man diese Herausforderung meistern? Zum einen ist es einmal ganz wichtig, Bewusstsein zu schaffen, egal in welchem Setting man sich befindet. Fort- und Weiterbildungen beispielsweise können dabei helfen, das Thema Ernährung wirklich auch präsent zu haben. Außerdem ist es hilfreich, eine genaue Rollenverteilung zu haben. Das heißt, dass die verschiedenen Berufsgruppen genau wissen, welche Rolle sie in der Erkennung und Behandlung der Mangelernährung einnehmen. Eine weitere Möglichkeit, die Zusammenarbeit der Berufsgruppen zu stärken, wäre auch, interdisziplinäre Visiten durchzuführen im stationären Bereich. Eine weitere gute Möglichkeit für Einrichtungen, eben wie zum Beispiel Krankenhäusern oder auch für Pflegeheime, wäre es, ein Ernährungsteam ins Leben zu rufen. Was genau meinst du eigentlich mit Ernährungsteam? Ja, ein Ernährungsteam ist eine interdisziplinäre Gruppe, der eben mehrere Berufsgruppen angehören, wie Diätologen, Ärzte, Pflege, bei Bedarf auch noch weitere andere Berufsgruppen. Sie kommen in regelmäßigen Treffen, in regelmäßigen Abständen zusammen und diskutieren, organisieren und fördern die Ernährungstherapie in der Institution. Das Ernährungsteam kann jetzt nicht die Ernährungstherapie für jeden einzelnen Patienten durchführen, aber das Ernährungsteam soll die Personen, die es dann letztendlich durchführen, dabei unterstützen. Und wie soll das funktionieren? Ja, ein Ernährungsteam sollte beispielsweise Fort- und Weiterbildungen im Bereich der klinischen Ernährung oder im Bereich der Ernährung anbieten. Vor allem zu den Themen Assessment, Monitoring, evidenzbasierten Interventionen und so weiter. Eine wichtige Aufgabe eines Ernährungsteams ist auch die Organisation der künstlichen Ernährung, also der enteralen und parenteralen Ernährung in einer Einrichtung. Eine weitere Aufgabe eines Ernährungsteams kann es sein, Standards und Leitlinien für die Institution zu entwickeln. Wichtig ist auch, dass das Schnittstellenmanagement vom Ernährungsteam organisiert wird, damit klar ist, was mit einem Patienten passiert, der zum Beispiel künstlich ernährt wird und mit dieser künstlichen Ernährung nach Hause gehen muss. Und ein Ernährungsteam kann und sollte auch Forschung im Ernährungsbereich in der Institution vorantreiben oder sogar selbst durchführen. So ein Ernährungsteam hat ja wirklich umfassende Aufgaben. Aber ist das eigentlich auch effektiv? Was sagen die Studien dazu? Ja, es gibt Studien, die sich damit beschäftigt haben und man weiß, dass ein Ernährungsteam
sowohl für die Einrichtung als auch für die Patienten Vorteile bringt. Studien konnten zeigen, dass die Etablierung eines Ernährungsteams in einer Einrichtung dazu führen kann, dass sich die Komplikationsraten verringern, dass sich die Aufenthaltsdauer der Patienten verringert und auch im Endeffekt, dass eine adäquatere Anwendung von künstlicher Ernährung, also enteraler und parenteraler Ernährung, erreicht wird und damit im Endeffekt Kosten gespart werden können. Das klingt ja vielversprechend. Ja, genau. Daher sollte auch jede Einrichtung ein Ernährungsteam haben, um eine adäquate Ernährungstherapie der Patienten zu gewährleisten.